Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in Railroad. Ich habe mir eine neue Karte heruntergeladen und zwar heißt der einfach nur Munich, also München. Und so wie ich das sehe, ist es einfach S-Bahn München und Umgebung, damit ein Ostbahnhof und Co. Die Karte gemäß Ersteller geht über 3,5 Stunden. 3,5 Stunden werde ich das jetzt nicht ausprobieren, wir werden es nur wieder anzocken. Und schauen, wie das so ist. Und ja, wenn es euch dann gefällt, spielt ihr die Karte eventuell selber. Und ja, wir fangen mal an. Der erste Zug ist auch schon da. Der ist hier im Mannendorf. Der will nach Pasingen. Lassen wir mal rein auf der 1. Der bleibt da stehen und dann Pasingen Gleis 5. Wo ist Pasingen? Da ist Pasingen. Auf die 5. Okay. Dann hätten wir das schon mal. Bisschen vorspulen. Holy shit. Da kommen gerade 3 auf einmal. Der will auch auf Pasing Gleis 5. Du, ich das ja schon mal vorprogrammieren. Wolfratshausen. Wo willst du rein? Du bist auf die 1. Und bist dann auch da auf die 1. Alles klar. Flughafen München. Besucherpark Gleis 1. Wäre gerade schon stressig. Und dann will er nach 9 fahren 2. Okay. Dann wäre das schon mal vorbereitet. Gerade am Anfang. Alter, und der nächste. Okay, du bist auf die 2 und du bist dann nach Leim Gleis 2. Okay. Hätten wir das auch. Dann kann ich erstmal durchatmen. Bisschen vorspulen. Der nächste. Ebersberg Gleis 2 und will dann nach Berg am Leim 2. Okay. Wäre schon mal eingerichtet. Der nächste der Abfahrt ist er hier. Wo bist du? Okay. Weiter zum Flughafen weiter. Der nächste mit Flughafen. Gleis 2. Ja, du musst leider warten. Mit dem Flughafen jetzt nochmal Stressgleis hier. Und dann auch Besucherpark. Komm, mach frei. Wunderbar. Voreinstellen für Besucherpark. Was? Nein. Oh, das wäre falsch gewesen. Nein. Oh. Du musst darüber. Wo fährst denn du dann hin? Leuchtenberg Ring. Ach, du fährst. Ach doch. Leuchtenberg Ring 1. So. Du bist auf der 1 rein, bist nach Eingen 1 und danach Siegerbrunn 1. Hätte man das eingestellt. Dann mal noch so einer mit Tutzing. Nach Westkreuz 2. Gott sei Dank sind hier mega lange SPLs. Oh, das wird Chaos hier werden. Wird keiner ist am Fahren. Das heißt, wir können mal ein bisschen vorspulen. Na ja, toll. Der nächste. Hersching und Westkreuz Gleis 2. Aber der auch hin will. Gut, vorprogrammiert wär's. Der fährt los. Der ist in der SPL. Dann schauen wir, dass wir immer den nächsten Bahnhof schon mal voreingestellt haben. Den jeweiligen Zug. Wer von euch ist da schneller? Schauen wir mal. Haring. Zuerst kommt der da oben und dann kommt er da hinten. Ich dann dicht.
Stellwerk Steinhausen. Leuchtenbergring auf die 2. Holzkirchen, Gleis 2 nach Giesing 2. Wo ist das? Ach, da oben. Wäre eingestellt. Alles klar. So. Ja, gut. Sieht gut aus. Er ist auch am Losdüsen. Du, Kollege, du musst dann nach Leim 3. Über dein nächstes schon mal eingestellt. Und du musst nach Donnersbergbrücke 3. Der fährt da zuerst weg. Ach, das ist er da oben. Erding! Berg am Leim 2. Da kommt er als erstes rein, da oben. Da unten und dann er da oben. Kann man das schon mal vorprogrammieren. Okay. Sonst noch was hier? Nee. Ich glaube, das passt. Der fährt dann auch gerade mal los. Oh, ich glaube, das könnte hier stressig werden. Für dich, wo gehst du dahin? Du fährst nach Leim 2 dann. Ach, du machst da die Kehre nach da unten. Ah, okay. Dann machen wir hier den Gleiswechsel nach oben. Und dann Leim 2. Wäre voreingestellt. Sehr gut. Hält am Signal. Was wäre? Ich habe mich vergessen. Entschuldigung. Und fährst dann weiter nach 1. Dann in die SBL. Und dann fährst du nach Winsberg heute Donnerbüchse Gleis 4. Okay. Ich glaube, ich hab's im Griff bis erste. Am Bahnhof. Es ist er hier. Er steht da oben. Er wartet noch. Gut. Und der nächste. Auf der 2 wieder nach Berg an Leim 2. Ja, da muss dann erstmal. Müssen wir da mal schauen, wer zuerst schaltet. Das Signal oder das Signal. Unter Beobachtung halten. Du, Kollege. Du fährst auf die 1. Du fährst dann da oben auch auf die 1. Und Neubiegig auch auf die 1. Und Perlach auch auf die 1. Können wir das schon mal so weit voreinstellen? Noch einer vom Flughafen. Besucherpark 1. Und dann Leuchtenbergring. Das ist da unten. Das heißt, der fährt dann auch hier unten rein. Auf die 1. Freising! Ja, schickt sie mir nur die ganzen Züge. Geil. Neufahren 3 willst du dann. Können wir arrangieren. Cool, er ist jetzt auch unterwegs. Cool, 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 cool. Läuft. Ah, würde ich sagen, vorspulen. Leute. Oh. Westkreuz 2. Steht am Signal. Wer? Ostbahnhof.
Hä? Was? Ach, oh du. Ostbahnhof, Gleis 2. Und dann geht's weiter nach Donnerbergbrücke 1. Donnersberger Brücke, so. Tschüss, sorry. Ja, jetzt ist es unübersichtlich. Ja, du musst warten. Aber ich glaube, krieg ich bei dir Penalties? Nee. Ein bisschen doof getimed halt. Wie geht's bei dir weiter? Donnersberger Brücke, Ostbahnhof, Gleis 5. Kommst denn du da runter? Ach so. Okay. Ja, ich weiß, dass du vor Rot stehst. Kannst dich ändern. Geht's dann bei dir weiter? Du bist jetzt im Passing und bist dann nach Leim auf 3. Okay. Auch das wird auch ein Shield. Und du fährst dann auch auf die 3. So, der hat Fahrt. Der auch, die sind in der SBL drin. Okay, die Hauptaction ist erstmal hier. Ein bisschen vorspulen. Ja, komm, wie viel denn noch? Auf der 2. Flughafen Besucherpark 2 willst du dann. Flughafen Besucherpark Gleis 2. Nein, das darf man nicht so machen. Der muss dann da oben, dass er runterfahren. Wer wartet noch? Mann in doof. Auf der 1 Passing 5. Ja, gibt's mir da den ganzen Stress. Stellberg Steinhausen. Leuchtenbergring Gleis 2. Kannst du haben. Donnersberger Brücke Gleis 3. Alter, sag mal. Wie viel denn noch? Passing Gleis 5 bei dir. Scheiße, den habe ich jetzt aufs falsche Gleis lassen. Der muss dann hier auf da oben und da rein. Wolfratshausen. Auf die 1. Oh, la Scholli. Und dann hier ebenfalls auf die 1. Und da vermutlich auch. Ja, gut, machen wir das hier mal. Stressig! Stressig. So, hat irgendeiner keine Fahrt demnächst? Er hier. Oh, und er da. Muss nach Leuchtenberg Ring 1. Da kommt jetzt aber erstmal er. Ostbahnhof Gleis 1. Alter, er hat es aber nicht untertrieben. Leim 2. Okay. Du fährst dann auch auf Gleis 3. Boah, das ist dann 4 Stunden und länger mit so einem durchgehenden Stress. Hau mich tot. Ist. Was aber mehr sein, Kaffee. So, das sind auch im Kommen. Er ist der nächste
Giesing 2 und dann Ostbahnhof 3. Kriegen wir hin. Ja, Kollege, kann dich da nicht reinlassen. Ist ein bisschen doof getimt. Oh, du bist als nächstes. Du bist noch Passing 5. Müssen wir das erstmal so machen. Du bist dann zweimal da rein. Er hier. Wir fahren, der fährt dann auf Lime 2. Okay. Können wir auch mal einstellen. Ist noch jemand? Ja, tut mir sorry. Von da hinten kommt natürlich auch der nächste. Berg am Lime muss der dann auf die 2. Das war jetzt bestimmt ein Fehler da oben. So, darf der gerade schon wieder fahren? Ich habe den Fahrplan nicht gemacht, dass du da so hinterher schleichen musst. Komm, Jung, mach den Weg frei. So, du fährst dann noch neu fahren. 2. Das können wir jetzt auch einstellen. Wobei, na, jetzt kommt erstmal er hier. Du, Kollege, musst da rausfahren. Fährst dann hier auf die 2. Alla, das ist so, du musst neu fahren. 2. Hast es wer eingestellt? Du musst auf die. Aber da. Das ist echt schlimm. Okay, das ist eingestellt. Er ist am Fahren. Wo musst du jetzt weiter? Ostbahnhof 4. Alles klar. Ich glaube, wo fährt der hin? Ostbahnhof 5. Ne, das passt. Ohne Signal, weil du nach Passing Gleis 6 musst. Alter, sag mal, Tutzing 2, Westkreuz 2. Noch jemand? Das ist gerade dezent too much traffic. Wo musst denn du hin? Du musst dann auf das Gleis 1 da oben. Der fährt Ostbahnhof 1. Okay, das wäre voreingestellt. Thomasberger Brücke auf die 1. Alter, gib's mir doch mal bitte eine Verschnaufpause. Westkreuz 2. Da wird es eine Kollision geben. So, du bist der Nächste. Lime 3. Stress. Also, ich glaube, bis jetzt die stressigste Karte, die ich hier in Railroad gemacht habe. Der da oben ist auch unterwegs. Das gefällt mir. Du musst Ostbahnhof 2. Du musst auf die 1. Bitteschön. Das ist schon mal deine Fahrt. Ostbahnhof Gleis 5. Der, was jetzt hier ist, du fährst dann eh richtig was auf die 5. Alter, wow! Setz doch mal auf mit den ganzen Zügen hier! Du musst auf Giesing 2, alles klar.
Wieder einer vom Stellwerk da oben. Oh, das ist Depot. Röschenberg Ring 2. Ja, sorry, da kann ich nichts dafür. Donnersberger Brücke, Gleis 3. Du musst auch auf Leim 3. Noch ein, der, ich weiß nicht, der ist schon voreingestellt da oben. Also, wenn ihr es so knapp 3,5 bis 4 Stunden stressig haben wollt, dann ist die Karte auf jeden Fall was für euch. Berg am Leim 2. Werde eingestellt. Also wirklich vorspulen ist hier irgendwie nett. Donnersberger Brücke, Gleis. Ach, der fährt jetzt wieder Retour. Okay. Das heißt aber, du fährst zuerst ab. Donnersberger Brücke, Gleis 1. Zwei Minuten, dann wird vermutlich er auch losfahren. Ostbahnhof, Gleis 4. Hier muss ich wirklich aufpassen bei der SBL, dass die Züge da richtig geleitet werden. Ja, okay. Pen fast forwarden hier. Wenn es sauber sein soll. Donnersberger Brücke 3. Das ist auch die SBL. Dann hier. Nein. Die zwei sind erstmal beschäftigt. Mal kurz schauen, bei Gleis 5 kommt zuerst der obere und dann der untere. Das ist also schon mal richtig eingestellt. Und da kommt zuerst bei der untere. Dann kommt der obere. Warte, warum ist es auf 1? Dann wirst du erstmal hier reinfahren. So, wer hat sich wegen Signal beschwert? Achso, ihr zwei vermutlich. Oh, bei dir geht's auch noch nicht weiter. Weil du zuerst wegfährst und der fährt in 5 Minuten. Ja, Fahrplan ist blöd. Tut mir leid, ihr zwei. Wie ist die Lage eigentlich da oben? Ostbahnhof 1. Oh, scheiße. Sorry. Du hast gesagt, dass du da reinfahren kannst. Du. Das Flughafen München. Auf die 1. Und verlässt mich dann nicht. Nein. Cool. Er fährt los. Du musst natürlich da oben auf Gleis 1, wo es jetzt gerade belegt ist. Läuft. Leuchtenberg Ring 4. Kannst du haben. Bei dir warte ich noch. Könnte sein, dass der zuerst wegfährt. Wo geht's bei dir hin? Ostbahnhof, Gleis 4. Ja. Immer noch rein in die SBL da. Du musst auf die 4, das ist richtig eingestellt. Du musst auf Gleis 3 da drüben. Du fährst auf die 1. Jetzt machen wir immer noch einen Bahnhof. Dann ist ein bisschen übersichtlicher. Er hat da unten nur seinen Spaß. Nach Perlach musst du auf die 2 hier rein. Mal schauen, wer schneller ist. Aber ich glaube, er hier.
Wobei, das können wir gerade überprüfen. Bei 2, ja, da kommt erst er hier rein. Dann der da unten. Das heißt, das nehmen wir zurück. Dann fährst du zuerst auf die 2 und dann du auf die 2. Ah, und er fährt da oben zuerst. Auf die 1. Du fährst, oh, du fährst dann nach Giesing 3. Das heißt einmal wenden. Giesing Gleis 3. Wäre das eingestellt. Oh oh, Rechtenberg Ring Gleis 1. Sorry, habe ich übersehen. Und dann voreingestellt hier rein. Ja, ja, schickst mir die Züge noch rein. Berg am Leim 2 dann bei dir. Okay. Wer steht da hinten? Achso, ja, weil blockiert ist. Kann ich nichts machen. Er ist am Düsen. Er hat auch seinen Spaß. Du wirst dann garantiert da oben rauffahren. Alles klar, dass du das da so abschneidest? Wird schon passen. Und wenn du da bist, musst du Berg an Leim 1. Das kann ich dir auch schon mal geben. Ostbahnhof, Gleis 1. Alter. Komm her, hasst sie mich? Neufahren 3. Eingestellt. Und da unten. Auf die 1 und dann hohen Boden 1 und dann vermutlich neu, ja. Das mal eingestellt. Vom Flughafen kommt natürlich wieder was. Der muss hier wenden. Ja, ich mach ja schon. Was soll ein Stress hier? Und der fährt auch nach unten. Leuchtenbergring. Und dann hier rein. Du musst auf die 2. Bei dir können wir die Fahrstraße schon mit vorher stellen. Auf die 1 hier. Ostbahnhof 5. 3, 4, 5. Du musst auf Gleis 3. Oh, shit. Du musst auf Basing 6. Sorry, dich habe ich übersehen. Ja, ganz gut gefordert. Also da mal nach oben an der Stelle. Langweilig ist es nicht. Um halt wirklich echt schnell auf, hier diese Fast Forwards zu machen, wie ich es auf die anderen Karten gerne mal gemacht habe. Das ist ein bisschen zu viel los. Oh, du musst noch Leim 3. Werde eingestellt. Ja, ja. Immer rein mit den Zügen. Ich wollte eigentlich gerade nachschauen. Gleis 2 kommt er da unten zuerst. Das heißt, es passt, dass er da zuerst Fahrt hat. Wo geht's bei dir jetzt weiter? Neufahrt 1. Ach, du fährst jetzt schon los. Flughafen Besucherpark 1. Wo geht's dann hin? Du fährst dann nach Freising. Freising 1. Oh. Okay. Hier Freising. Du fährst erstmal bis da oben in die SBL rein. Ostbahnhof 1. Sorry. Mosberger Brücke 1. Schick. Du musst auch weiter. Berg an Leim. Erding 1.
Der erste Zug, der nochmal abhaut hier. Ich habe viel zu viel Rot. Du musst Ostbahnhof 5. Holy shit. Du musst nach Naim 1. Jetzt kriege ich Stau. Donnersberger B3. Der fährt auch noch Leim 3. Du vermutlich auch. Ja, natürlich. Du musst auf, ja, 3 natürlich. Rainer, der fährt nach Giesing 3. Der fährt noch da unten. Ostbahnhof Gleis 3. Der ist bedient. Du fährst dann hier weiter. Wer ist der Nächste, der sich hier beschwert? Oh, du. Das ist noch Leim 2. Immer her damit. So, das Nächste wäre dann er hier. Der muss nach Passing Gleis 6. Das war das hier, glaube ich, ja. Ist eingestellt. Donnersberger Brücke, Gleis 4 bei dir. Alter, nochmal 3 Züge! Das kann's doch nicht sein. Berg an Leim 1 bei dir. Ja, da, komm, annehmen. Leuchtenberg Ring 2. So, Reising. Gleis 2. Der fährt zum Besucherpark. Oh, da hinten. Alter. Passing Gleis 5. Ist klar. Du wartest. Oder Signal-Action. Ja, kann ich gerade nichts dafür. Aber bei dir kann ich was dafür. Du fährst dann auf die 1. Warum fahrt ihr alle? Wir haben einen Fahrdienstleiter hier. Der will nach Holzkirchen. Hallo, wo ist denn das? Ach, der will da runter. Hier auf die 1. Nochmal. Alter, nochmal 3. Ey, das kannst du nicht sein. Okay. Pause, Spiel, Pause, Pause. Das ist jetzt gerade zu viel. Okay, 1. Passing 5 bei dir. Wäre der erste. Flughafen München. Also beim Flughafen, da kommt einfach alles rausgerotzt. Ey, das ist schlimm. Flughafen München 2, ja, ist besetzt. Wolfratshausen und der nächste da unten. Ey, da, das ist ja heftig. Also, machen wir das hier schon mal. Play. Du bleibst jetzt 3 Minuten stehen, fährst dann hier auch auf die 1. Du musst nach Leim 1. Geil. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Scheiße, da steht ein Zug. Und schon ein bisschen zu lange. Ja, Flughafen, da stresst es mich halt. Der fährt erst in 4 Minuten los. Okay. Und der andere. Also er fährt dann erstmal ab und dann kommt der andere rein. Für die Besucherbrücke. Wo musst du? Passing 7. Liegt das Haus der nächste für Leim 2. Ja, ja. Schickt's nur rein. Ostbahnhof 4. Ostbahnhof 3. Donnersberger. Na, der wendet hier. Fährt dann auf Donnersberger Brücke 2.
Okay, der ist auch am Verschwinden. Gott sei Dank, einer weniger. Ich bin halt immer noch bei 114. Holy smokes. So, Leuchtenberg-Ringgleis 1. Einstellen. Du wärst dann auch wieder auf 1 beim Ostbahnhof. Ja, natürlich. Ebersberg 1. Gut. Bist du dann mal weg? Leimgleis 1. Nussberger Brücke 3. Wo fährst du hin? Du fährst an Ostbahnhof 5. Gott sei Dank kommt diese Memory-Funktion. Leuchtenberg Ring 3. Du fährst dann auf die Donnersbergbrücke. Gleis 2 fährst du. Okay. Du möchtest doch Pasing Gleis 7. So wie der Kollege da. Westkreuz 1. Ah, das ist da unten. Ist besetzt, ist besetzt. Habe ich dann vergessen. Wo fährst du hin? Leuchtenberg Ringgleis 4. Der muss warten. Ebersberg. Alter. Berganleim 2 bei dir. Kannst du danach mal in die SBL da dich rein verkriechen. Und dann theoretisch hier oben drauf. Ja, sorry, dass du da warten musst. Holy smokes. Ist ja nicht mal TD2 so schlimm. Warte mal, war das jetzt richtig, was ich da gemacht habe? Ja. Dich? Fuck, der fährt komplett falsch. No. Der hätte runterfahren müssen. Alter, jetzt ist der Fuck up da. Holy shit. Holy shit, holy shit. Okay, Pause. Also, ich wollte es ja eh nur anzocken. Ich muss sagen, mir gefällt die Karte. Die ist wirklich sehr, 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 sehr vor. Da muss echt aufpassen. Nicht, dass dir das so ein Fucker passiert, wie mir jetzt gerade mit dem Zug da oben. Der muss jetzt wieder mit der Retour fahren, dann da runter. Und gerade in dem Bereich hier ist dann halt mega Stau, wenn du halt da die Züge übersiehst. Und zuerst dachte ich, okay, 3,5 Stunden mit 114 Zügen, das ist jetzt vermutlich nicht so stressig, aber ihr seht es, es ist mega stressig, was hier abgeht. Also definitiv vom Karten, also zum Kartenersteller, Daumen nach oben, das hast du richtig geil gemacht. Dass die Züge sich ab und zu mal knutschen, wenn sie wirklich nach Fahrplan fahren, das ist ein bisschen doof, aber nicht schlecht. Also wenn ihr wirklich da mal herausfordernd FDL machen wollt, geht in den Workshop rein, holt euch die Muni-Karte und habt dann hier mal euren Spaß. Also ich glaube, ich werde es für mich nochmal probieren und schauen, dass ich hier keinen Fuck-up hinkriege. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, werdet doch Mitglied vom Nine Squad. Da seht ihr die Videos weit im Vorhinein und unterstützt mich halt dabei. Bis dahin, wünsche euch was, bleibt gesund. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.